Wer will schon Ferien, wenn er noch Playoffs spielen kann? Der SC Bern ist weiterhin im Rennen. Im Halbfinale Spiel 7 steht er jetzt. Nach einem 1:0 in der Tissot Arena ist Spiel 6 gegen den EHC Biel. Und so lassen sich nachher die Akteure vom SC Bern feiern. Und so sieht es aus bei uns im Backcheck in unserer Studiorunde mit dem Uli Schwarz, mit dem Marco Bührer und mit dem Daniel Steiner. Nochmal guten Abend miteinander. Uli, Spiel 7. Ich bin gar nicht sicher, hast du es vorausgesehen? Das Spiel 7? Nein, also nicht unbedingt vorausgesehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Spiel heute daheim vor einem euphorisierten Publikum zu favorisieren ist und der Match heimtut. Aber Bern hat einen klasse Auswärtsmatch gespielt. Und ich finde, der Match heute ist von der Dramaturgie her ziemlich genau so gelaufen wie der Vorder vor wenigen Tagen in Bern. Nur einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Das ist schon wahnsinnig, Daniel. Ein Goal aus der 9. Minute macht den Unterschied aus. Ja, wenn man sieht, wie das Spiel ist verlaufen, ist das eindrücklich, mit wie viel Aufwand Bern nicht agiert, im Gegensatz zu Biel, und den Match gleich heimbringt. Ich habe Biel absolut auch einen Sieg zutraut heute. Ich dachte, die Zeit für Biel ist reif, für die Serie können sie entscheiden. Aber auf der anderen Seite ist es typisch Bern. Sie waren schon vielfach in solchen Situationen gewesen, und sind dann Meister geworden eben mit so Spiel, mit so knappen Spiel, mit Spiel mit wenig Anteil, aber dann gleich gewonnen zu haben. Und das hat schon für Bern noch gesprochen. Und natürlich immer auch mit einem starken Goalie. Genoni jetzt zwischen den Pfosten beim SC Bern. Heute das Duell hochdünn gewonnen gegen den Jonas Hiller hinter dir. Und das, nachdem wir eben einen Shutout von Jonas Hiller im Spiel 5. Ja, unglaubliche zwei Top-Goalie-Leistung im letzten Spiel und auch jetzt. Und jetzt einfach das umgekehrte Resultat. Und für einen Goalie ist ein 1:0 zum Gewinnen ist natürlich das höchste aller Gefühle. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal den Meistertitel gewinnen mit einem Shadow, das ist mir immer verwehrt geblieben. Das wäre wirklich der Hammer gewesen. Aber, bist du noch so wählerisch gewesen dann? Also, nur ja, Meistertitel mit einem Shadow? Nein, oder? Sensationell. Aber wenn das irgendwas wäre, nur das Tüpfchen auf dem Ei gewesen. Ja, also das Goalie-Duell heute zugunsten ausgegangen von Leonardo Genoni. Wie das eben gekommen ist, dass Jonas Hiller das eine Goal bekommen hat, das sehen wir hier. Der Ramon und der Sander in der 9. Minute. Das ist das erste und einzige Goal in der ausverkauften Tissot Arena heute Abend. Der Ramon und der Sander schon mit dem Game-Winner in Spiel 3, jetzt auch in Spiel 6. Ja, da super langer Pass. Es sind 4 Bieler geschlagen, die nicht mehr reagieren können. Auch ein schöner Pass vom Scharoni und der Undersandro da als vierter Mann mitkommt, die Überzahlsituation liest und dann Backhand abschließen Jonas Hiller zwischen den Beinen durch. Er hat heute die meiste Eiszeit bekommen, der Ramon Undersandro. Er war erst sein 16. Spiel in dieser Saison. Immer wieder hat er die Gleichgewichtsstörungen gehabt, Uli, hat es probiert, hat er nachher wieder müssen abbrechen und jetzt ist er wieder da, macht zum zweiten Mal einen Game-Winner. Die Wichtigkeit von Ramon Undersandro für den SC Bern. Nicht nur wegen heute. Ich glaube, wir haben die ganze Saison, wenn wir von Bern geredet haben und vielleicht auch ein bisschen ihr Powerplay bemängelt haben, haben wir die ganze Saison gesagt, hier fehlt einfach ganz ein wichtiger Mann. Nämlich der Ramon Untersander, nachdem letztes Jahr auch noch der Noro weggegangen ist. Und er ist halt auch ein Spieler und bei diesem Goal sieht man es gut, wo aber nicht nur ein Verteidiger im klassischen Sinn ist, sondern er versteht unglaublich gut, sich mit einzuschalten in Angriff. Er schmeckt bei dieser Situation, beim entscheidenden Goal sofort, ich kann mit, geht mit und prompt ist er dort und schießt dann das Goal. Also er ist zweifelsohne auch der talentierteste Offensivverteidiger, der in der Schweiz spielt. Und wir haben es ja noch gesagt vor dem Match, wo wir gesehen haben, dass der Gale Andersson heute nicht mittun kann. Oder? Da sind sie recht zusammengezuckt. Und er hat natürlich umso mehr die Verantwortung in der Defensive übernommen. Was schwierig ist, wenn du so lange verletzt bist, dass du zurück ins Spiel findest. Du brauchst die Anlaufzeit, du brauchst eben die Game-Shape, wie man sagt, die Kondition für ein Spiel zu bestreiten. Die kannst du weder im Kraftraum holen, noch neben mir holen. Und ich finde es super, dass der Coach so realisiert. Ich muss auf die Eis tun, er ist wichtig. Also gib ihm die Eiszeit, gib ihm die Eiszeit. Und jetzt zahlt sich das für Bern aus, dass er ist angekommen, dass er viel Eiszeit überkommt und das dann noch rechtfertigt. Und jetzt bei Biel wird man natürlich auch können sagen, nach dieser Partie, ja, wir haben schon Chancen gehabt. Wir haben auch eine riesige Chance gehabt. Kurz vor Spielhälfte, da kommt die 27. Minute und da kommt eben nicht das Goal, sondern da kommt der Stock vom Adam Alfest. Ja, der Bedretti zieht, wird super angespielt, zieht vorne durch. Ja, macht das Goal nicht, aber kreiert einen super Rebound, wo ja, der Kühns eine Top-Chance hat und das ist eigentlich unglaublich, dass so eine Scheibe nicht eingeht.
Wenn man sieht, also 3 cm dicker Schaft verhindert hier das Goal. Im Gegenzug zu 1,22 m Goalhöhe. Das ist eigentlich schon unglaublich im Endeffekt. Ja, es ist Wahnsinn, dass das eben nicht ein Goal war, sondern dass das eben eine Chance war vom EHC Biel, der als Verlierer vom Eis geht. Wir hören einen von denen, bei Steffi Buchli. Künstler, kann man sagen, es hat noch nicht sollen sein? Ja, ich glaube, wir haben heute alles gegeben. Wir wollten einen Sieg holen und wir haben wirklich gekämpft. Ja, am Schluss ist es ein kleiner Fehler, den wir gemacht haben. Und das hat uns heute das Spiel gekostet. Und ich glaube, wenn wir jetzt im 7. Spiel genauso weitergehen, dann glaube ich, können wir das Glück wirklich auf unsere Seite zwingen. Im Schlussdrittel war es noch verrückt. Wir sind einfach angerannt und wir sind nicht mehr durchgekommen. Ja, aber ich würde es positiv anschauen. Ich glaube, wir haben Bern eigentlich ziemlich gut im Griff gehabt. Wir haben das Spiel eigentlich gemacht und jetzt müssen wir einfach noch die Goal rein. Heute haben eure Fans einmal mehr können tragen. Im nächsten Match werden wir auswärts müssen antreten. Wie blendet ihr das aus? Ja gut, in Bern haben wir schon ein paar Mal gewonnen. Ich glaube, wir machen es recht gut dort und das werden wir sicher im nächsten Spiel so machen. Es ist angerichtet für uns zum Zuschauen. Wir wünschen euch gute Erholung. Danke vielmals. Merci. Die Reaktion auf Seite vom EHC Biel und viel Zuversicht, obwohl man 0-1 verloren hat. Sehr viel Zuversicht. Ja, aber die hätte ich jetzt aus Bieler Sicht auch. Also, als ich heute hier ins Studio gefahren bin, haben wir überlegt, was sind die Möglichkeiten. Und wenn ich gesehen habe, ich bin zweimal Bern live geschaut bei den Heimspielen und habe zweimal nicht ein starkes Bern gesehen. Und sie haben 2 von 6 Spielen nur gewonnen daheim. Also, ich habe das Gefühl, Biel hat mehr Chancen, auswärts das Spiel 7 zu gewinnen oder den Finaleinzug zu bewerkstelligen. Also, wo ich mit dem Mike absolut einverstanden bin, ist, sie müssen sich rein nichts vorwerfen. Ja. Vielleicht das Null vom Scoreboard. Ja, mit No-Goal kannst du nicht gewinnen. Aber Biel hat alles gemacht und hat nichts falsch gemacht. Ein Fehler, ein Schuss macht den Unterschied. Und das gehört dazu. Wir haben es vor dem Abend heute gesagt, es braucht super Goalie-Leistungen, die haben wir bekommen. Das hast du vorhin gesagt. Es braucht da gegen das nötige Glück. Und dann muss man dann noch richtig spielen, dass das Resultat so ist. Aber das Glück war jetzt halt auf Bern-Seite. Sie haben sich so verdient und die Goalie-Leistungen waren beiden Orten super. Voilà, so eng ist die Serie und zum Glück für uns, dann wissen wir, was machen wir. Eben, also wir sind definitiv nicht langweilig und ihr wisst auch schon, am Dienstag sind wir dann für euch da im Vorprogramm und im Vorlauf von dem Spiel Nummer 7. Jetzt haben wir es schon angesprochen, die Art und Weise, wie man gespielt hat beim SC Bern, wenn wir genau anschauen. Einerseits die Chancen, die man hatte, vom Captain, vom Simon Moser in Unterzahl. Also der traut sich was zu und fast belohnt worden. Ja, ein super Move von Simon Moser. Er ist da gegen 3 Bieler, wo er sich durchsetzen muss. Der erste nimmt er, dass er die Aussenbahn kommt und merkt, dass hier der, wer ist es, der Earl, glaube ich, kann das sein? Ich habe es nicht genau gesehen. Dass der Verteidiger einfach gegen ihn hier gerade sticht, nicht 44. Der, genau, nachher kommt der Rajala mit rein. Und der Rajala mal halt nicht mehr her, aber schön, wie der Moser das liest, dass der Kreis auf ihn raussticht und eigentlich genau eine Konterbewegung macht und den Puck Backhand in die Mitte zieht und dann sozusagen eine sehr gute Schussposition reinnehmen kann. Dann lassen wir uns jetzt nach dem Spiel auch noch den Captain hören vom SC Bern. Simon Moser, ein verrücktes Spiel, das mit einem Goalunterschied entschieden worden ist. Wie haben Sie es erlebt? Sehr intensiv hat es ausgesehen von außen. Ja, es ist, hier das Spiel ist sehr heiß. Es ist wirklich heiß in dieser Halle. Du verlierst viel Flüssigkeit und darum braucht es ja die einzelne Energiereserve. Brauchst du da. Ich dachte, wenn er in einer Phase ein bisschen shaky gewesen wäre, dann wäre es im Mitteldrittel gewesen. Im letzten Drittel war die Tür eigentlich zu gewesen. Ja, aber sie haben wieder, am Anfang haben sie recht rot gemacht, die erste Hälfte des Spiels. Aber dann kam ein bisschen besser ins Spiel, sich ein bisschen abgeklärt und es endlich auch gut haben. Schauen wir noch schnell führen auf das Spiel 7, was erwartet uns? Ja, das Feuerwerk von unserer Seite ist Game 7, Halbfinale, es geht um alles oder nicht und wir sind parat. Erholt euch, danke vielmals. Merci, danke, ciao. Am Dienstag dann also das Spiel 7. Wenn wir jetzt zurückschauen auf Spiel 6, hat uns der Uli noch etwas rausgepickt, das natürlich sehr interessant war. Wie würde sich Bern verhalten, nachdem man 1-0 in Führung gegangen ist? Was ist dir aufgefallen? Also erstens mal ist die Wichtigkeit vom ersten Goal wieder typisch gewesen heute. Und jetzt ist die Frage, wenn man 1-0 führt nach 40 Minuten,
Tut man jetzt verwalten, hinten reinstehen, rein defensiv spielen? Oder sucht man das Heil, indem man dem Gegner sehr früh Druck aufsetzt und sagt, am besten ist verteidigt, wenn man in der Offensivzone vom Gegner ist? Und ich möchte euch ein Beispiel zeigen von der zweiten Bahnlinie. Ebet, Mursak und Grassi, wie sie noch 10 Minuten vor Schluss gespielt haben. Die Scheibe geht tief und wir sehen, dass sofort Bern sich entscheidet, mit zwei Mann sehr tief Druck zu machen. Das ist eigentlich atypisch für Bern, aber eben nicht Verwaltermodus. Man sieht hier, wie man kämpft um die Scheibe. Die Scheibe geht auf die andere Seite. Der dritte Mann, der Mursak, kommt sofort rein. Der Grassi bleibt offensiv. Und das Nummer 1, der Ebet, macht keinen langen, dummen Shift, sondern geht sofort wechseln. Grassi kommt dem Mursak helfen. Und jetzt kommt der dritte Mann neu rein. Das sehen wir, wie er jetzt ins Spiel kommt. Das ist nämlich der Scherwe, der auf den fliegenden Wechsel kommt. Und nachdem es die Scheibe wieder wechselt, die Seite, auch er wieder sofort Druck auf die Scheibe. Und dann sehen wir sogar noch den Verteidiger, der kommt pinchen, hier von Bern. Und wenn wir jetzt schauen, was daraus passiert, völlige Spielkontrolle von Bern. Man kann sogar noch schnell wieder ein paar Sekunden gewinnen. Man kann wechseln, kann die Scheibe wieder vorwärts spielen. Und das war für mich der Unterschied. Bern hat nicht hinten reingestanden, weil er mauern, sondern ist wirklich aktiv geblieben. Und das ist ein schönes Beispiel für das. Das heisst also, der Kari Alonen hat seine Schlüsse gezogen aus Spiel 5? Ja, wir müssen aufpassen. Oder? Ich denke, ja, ich finde, die Mannschaft hat aktiver gespielt mit einer Führung als auch schon. Und darum, glaube ich, ist schon im letzten Drittel Bern optisch, rein optisch überlegen gewesen. Aber es hat mit dem zu tun, dass sie sehr aktiv geblieben sind und nicht einfach hinten reingestanden sind. Also das ist auf jeden Fall aufgegangen beim SC Bern. Wir wollen uns jetzt einmal den Shot-Tracker anschauen. Welche Schüsse sind auf die beiden Goal gekommen? Marco, wir haben es angesprochen vor dem Match, oder? Und jetzt schauen wir zurück auf Spiel 6. Ja, es ist unglaublich. Wenn man jetzt da drauf schaut, Biel hat wieder sehr viele Schüsse aus dem Slot. Das sind etwa 18 Schüsse. Fast die Hälfte der Schüsse sind aus dem Slot raus passiert. Auf der anderen Seite Bern ganz wenig Schüsse, fast nur ein Viertel aus dem Slot raus. Die Schüsse auch von außen. Also die Tendenz ist immer noch gleich. Biel und Bern spielen noch das gleiche Hockey und Biel hat definitiv die besseren Schüsse oder Abschlusspositionen. Nur, Marco, wenn ich dann das anschaue, das Bild, oder? Und sehe, dass Biel kein Goal zustande gebracht hat, jawohl. Also einerseits Leonardo Cenoni steht zwischen den Pfosten und andererseits müssen wir dann auch uns fragen, wie effizient sind die Abschlüsse, wie qualitativ gut sind sie? Für mich zählt einfach jetzt wieder mal ein Beweis dazu, dass die wichtigste Statistik im Hockey ist gut und recht, aber es gibt Anzahl geschossene Tore, Anzahl erhaltene Tore. Und in Bern interessiert sonst keine Statistik mehr außer die. Und Biel hat gut gespielt, sie hatten gute Chancen gehabt. Also Biel hat nicht irgendwie Bünzli-Chancen gehabt, aber man muss sagen, ja gut, das waren so halbe Schüsse, die reingehen. Und Bern hat das dann einfach gut abgespielt. Klar, Faktor Glück ist dabei gewesen, im letzten Drittel aber super gespielt. Verdient gewonnen, in meinen Augen nachher, dank dem letzten Drittel. Und am Schluss zählt einfach die Statistik, die hier auf der Line, also auf das Resultat anfängt. Das, was du jetzt gesagt hast, genau das hat man im letzten Match in Bern, wo die Sirene kam, auch können sagen. Genau das. Und wenn du auswärts 1-0 hast, nach 40 Minuten, und er wirklich diszipliniert, clever spielst und eben die richtigen Mittel wählst, dann bist du einfach im Vorteil. Und das war es einfach genau umgekehrt wie im letzten Match. Das ist hochspannend und hochinteressant. Und das führt uns dann ins Spiel 7. Jetzt wollen wir noch einmal, das letzte Mal zurückhören in der Tissot Arena auf das Spiel 6 beim Trainer vom SC Bern. Kari Jalonen, what an intense game with the good end for you. That's the reason why we all love this game. It was an unbelievable hockey game and hockey night for the fans and everybody. And of course, we came it here to be road warriors. And I really appreciated what the guys have been done the whole 60 minutes. So now the game 7 at home. So I think this series is deserving that one. So then we know which team is better. Are there any details or any specialties you want to change for game 7? No, I don't think so. We don't have any sense. Everybody, they know how we play and we know how they're playing. Now it's about game against the games, players against the game, goalie against the goalie. That's, but you know, like, I'm so proud of my players. I'm so proud. We are looking forward to game 7. See you there. Yeah, see you. Thank you.
Also der Kari Jalonen überrascht halt einfach schon immer wieder, oder? Jetzt hat er keine Aussagen gemacht nach dem Mittwochstraining. Er hat heute Abend gesagt, so keine Interviews mehr. Und jetzt steht er so da und macht doch wirklich die perfekte Werbung für Schweizer Eishockey. Und er sagt auch, das Spiel 7 ist doch wunderbare Werbung. Genau das hat die Serie verdient. Und genau darum lieben wir Eishockey wegen dem Spiel, wie wir es auch heute Abend gesehen haben. Und ja, jetzt hat er das Gefühl, jetzt gehen wir das Spiel 7. Übrigens, das können wir euch gerade noch mal zeigen. Dienstag am Abend sind wir für euch da, Bensenheim Bern gegen Biel. Das Spiel, wo er heute sagt, er sei so stolz auf seine Spieler, das sagen so richtige Krieger. Oder? Warrior. Road Warriors. Auswärtskrieger. Also gut, okay. Stimmt, das ist noch ganz ein entscheidender Zusatz. Das ist wahr. Jetzt braucht er sie auch zuhause. Bern hat das perfekte Auswärtsspiel gespielt. Wir müssen nichts diskutieren. Wirklich das perfekte Auswärtsspiel. Du kannst den Ansturm vom Gegner überstehen im ersten Drittel. Du hast das nötige Glück, aber du überstehst ihn. Du kannst 1-0 vorlegen im zweiten Drittel und dann spielst du es souverän ab. Wenn du das Spielverlauf kannst kaufen und der Trainer alles könnte im Voraus Tafeln schreiben, so soll das laufen, dann wäre es genau so gewesen. Darum verstehe ich, wenn er sagt, er ist stolz. Und dann gibt es zum ersten Mal in den Playoffs ein 1-0 seit dem letzten Final zwischen der ZSC Lions und dem HC Lugano. Da haben wir das auch gesehen. Jetzt heute also wieder Ramon Untersander und der Leonardo Cennoni, Matchwinner auf Seite vom SC Bern. Wir haben gesagt, am Dienstag geht es dann weitere Sachen Eishockey. Als ideale Überbrückung haben wir für euch dann morgen Abend am 6. Uhr das Spiel zwischen Borussia München, Gladbach und Werder Bremen. Das ist der Kampf um Champions League-Platz in der Bundesliga. Hoffentlich natürlich mit so viel Schweizer Beteiligung wie irgendwie möglich gibt es bei uns im MySports Pro-Paket. Schön, dass ihr heute Abend mit dabei gewesen. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals an Ueli Schwarz, Marco Bürger und Daniel Steiner für die Einschätzungen da. Wir also sind für euch wieder da am Dienstag am Abend. Hoffentlich bis dann. Ade miteinander.